Moment, wo war ich jetzt stehen geblieben da? Quest in Xenoblade. 1 oder 2 oder X? Ich bin neugierig. Zuschauen und verdauen. Oh, mir geht's eigentlich wieder. Wo kommt das Garados her? Ich könnte tatsächlich, glaube ich, schon wieder essen. Da ist mein Elektro-Pokémon. Nach dem Stream spiele ich weiter Okami. Sehr gute Wahl. Genau wie PMD Himmel auch. Ja, der Ingame-Name ist mein echter Name. Also ich glaube, wenn ich jetzt... Ich könnte auch natürlich irgendwelche einfach hübschen Namen nehmen, aber eigentlich nehme ich tatsächlich meistens meinen echten Namen für alles. Also so, wenn ich spiele. Wenn ich nicht gerade einen männlichen Charakter habe, dann überlege ich mir eventuell was, aber eigentlich meistens einfach meinen Vornamen. Bin da vielleicht auch ein bisschen unkreativ. Aber ich mag meinen Vornamen auch. Xenoblade 2. Können wir uns da zusammentun? Spielte Hauke nicht auch Xenoblade 2 aktuell? Ich meine, ich hatte doch noch jemanden, der das spielt. Können wir uns alle zusammentun? Alle gleich in den Voice und dann zusammen spielen. Ja. Bis später, Omot. Dir noch einen schönen Abend. Ich würde ja jetzt sagen, viel Spaß beim Monster Hunter, aber das ist dann schon wieder... Ich weiß nicht, das ist... Ich sollte keine Vorurteile haben. So. Dann... Mal ganz kurz gucken, wo ich hier am besten rumkomme. Aber ich glaube hier... Ich glaube, hier waren noch irgendwo Zerschneiderbüsche. Lombre. Und da ich jetzt ja sowieso Zerschneider dabei habe, kann ich hier auch einmal durch. Aber wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von den guten Attacken und den Entwicklungen. Das finde ich gut. Dann bist du aber sehr gründlich, Aya. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie lang das Spiel ist. Dementsprechend kann ich auch nicht sagen, wie weit ich bin. Keine Ahnung. Aber wenn ich bedenke, dass, ich glaube, Normalsterbliche das Spiel in 100 Stunden durchspielen, bist du, glaube ich, sehr gründlich. Was ja auch nichts Schlechtes ist. Also ich mache auch gar nicht alle Nebenquests in Xenoblade. Also schon einige, ja, aber nicht alle. Ich finde auch die Sidequests bis dato nicht sonderlich gut in dem Spiel. Also jetzt auch nicht schlecht oder so, aber ich finde einfach, du hast halt diese ganz generischen Sammelmaterialien, Sidequests oder laufe einmal an den Arsch der Welt und wieder zurück. Die sind halt so, du hast nicht so viel davon. Es sind irgendwie einfach nur so Fleißaufgaben. Plus es ist halt sehr viel Hin- und Hergerenne, weil du halt nicht automatisch immer geportet wirst. Und ich finde es halt auch manchmal sehr verschwendet, wenn es dann heißt, ich brauche dies und das und du gibst dann teilweise auch Geld dafür aus und kriegst am Ende weniger Geld wieder raus. Deswegen, ich weiß nicht. Also ich finde die nicht schlecht und so, die haben auch alle ihren Sinn, ist auch ein bisschen Worldbuilding mit drin und die helfen ja auch für Erfahrungspunkte und sowas. Aber die sind nicht immer so die spannendsten. Sagen wir so. Sollte jetzt doch gar nicht so kritisch klingen. Ich mache ja auch viele Quests, aber eben nicht alle. Weil das wäre mir, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel. Ah, Lanettes Haus. Aber ich meine, ich bin ja auch noch nicht so extrem weit in dem Spiel. Dementsprechend, vielleicht kommen ja noch die richtig tiefgründigen Quests. Die Loturzelpuppe. Die nehme ich auch gerne mit. So, wo sind denn jetzt die nächsten Trainer? Da unten sind noch welche. War hier nicht auch noch irgendwo ein Item? Oder war das, glaube ich, auf dem Berg eventuell auch erst drauf? Aber ich glaube, jedes Spiel hat so ein paar Sidequests, die man einfach nicht so gerne mag. Ich weiß... Oder, was heißt, ich weiß, ich erinnere mich, dass Chris ja auch Xenoblade 2 ziemlich gesuchtet hat. Ist jetzt aber auch schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, ob er es zu Release gespielt hat oder wie auch immer. Und er hatte gemeint, dass es wohl irgendwie eine Sidequest gibt, die einfach super viel Zeit gefressen hatte. Wo er auch meinte, wenn er das früher gewusst hätte, hätte er auch schon
früher damit angefangen. Keine Ahnung, welche er gemeint hat. Keine Ahnung, aber das ist das, woran ich mich tatsächlich noch erinnere, dass da wohl eine Quest bei ist, die ein bisschen fragwürdig war. Also scheinbar wisst ihr, welche Quests ich meine. Also ich weiß es natürlich nicht. Ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass ich die nicht machen werde, wenn die so nervig ist, aber das ist so das Einzige, woran ich mich noch so erinnere. Ist ja auch eigentlich gut so. Ich weiß nicht, ob er mir vielleicht irgendwas gespoilert hätte, aber ich habe mich halt damals auch nicht wirklich für das Spiel interessiert. Deswegen keine Ahnung. So, machen wir nochmal hier weiter. Was eigentlich interessant ist, es gibt schon einige Spiele, die mich einfach null interessiert haben und dementsprechend war ich, glaube ich, auch recht spoilerresistent, was das betrifft. Und dann irgendwann denkt man sich so, also eigentlich könnte das schon ganz interessant sein. Ich trinke gerade nebenbei noch einmal einen Smoothie aus. Was? Was? Moment, ich muss gleich mal durchlesen, was da noch draufsteht. Dann lies bitte laut. Was deine Smoothie-Haltetechnik über dich verrät. Wenn du ihn kopfüber hältst. Wer hält denn seinen Smoothie kopfüber? Du willst doch da raustrinken. Du hast schöne Ohren und wirst bald im Lotto gewinnen. Erstmal den Smoothie umdrehen. Wenn du ihn hier oben am Hals festhältst, du jodelst gerne und wärst ein guter Löwenbändiger. Und wenn du ihn auf deinem Finger balancierst, vor dir liegt eine große Karriere als Zirkusartist. Aber ich bin nichts davon, ich halte das Ding in der Mitte fest. Bin ich jetzt eine Mischung aus allem? Ja. Den Lottogewinn nehme ich schon mal. So. Einmal und zweimal. Ich liebe ja solche dummen Sprüche auf meinen Smoothies oder sonst wo. Ich finde das immer ganz schön, wenn nicht immer alles so ernst genommen wird bei sowas und auch mal ein bisschen Humor mit dabei ist. Nee, Moment. Nein, das auch nicht. Ich hab's gleich. So. True Fruits Sprüche. Fun Fact, es ist überhaupt kein True Fruits Movie. Debated. Ich meine, der Gigasauger kam leider erst auf Level 28, also ich glaube, die Entwicklung werden wir heute nicht mehr sehen. So. Ein bisschen können wir noch. Ganz so angeschlagen ist mein Team ja zum Glück noch nicht. Dann du als nächstes. Ja, die haben auch so ein bisschen das Layout der Route verändert im Vergleich zum Original. Früher stand der Typ, glaube ich, ganz unten. Da muss es noch das hohe Gras so ein bisschen durch. Aber man merkt wirklich, ich habe das Original sehr viel öfter gespielt als das Remake. Die Sache ist aber, im Remake habe ich natürlich sehr viel mehr Pokémon-Auswahl. Und ich könnte mir vorstellen, dass Smaragd irgendwann echt mal ganz cool wäre im Stream mit einem Troy-Team oder so. Einfach, um dann Vasili zu zeigen, wie ein eigentliches Champ-Team aussehen würde. Ja, es hat noch Zeit. Aber irgendwann wäre das bestimmt auch mal ganz stylisch. Passend so zum Cynthia-Team. Bin mir noch gar nicht so sicher, was ich nach Alpha Saphir machen wollen würde. Ob ich da überhaupt noch mal Pokémon machen würde oder erstmal was anderes. Aber wir haben ja auch noch mehr als genug Zeit.
Ja, das stimmt. Ich kenne die ganzen Heilpunkte nicht. Das ist ein bisschen blöd. Aber naja, gut. Dann kann man sich wenigstens drüber aufregen, wenn man unnötig wieder zurückgerannt ist. Über irgendwas muss man sich doch aufregen können. Ja, das stimmt tatsächlich, Kai. Ich habe irgendwie nie wirklich Interesse an JRPGs gehabt, weil ich immer dachte, die wären langweilig, weil das, was ich damit assoziiert hatte, war mal ein Video, was ich zu Xenoblade 1 gesehen hatte, wo, keine Ahnung, der Typ durch irgendwelche Landschaften gelatscht ist und Monster bekämpft hat und das sah einfach so öde aus. Gott sei Dank wurde ich eines Besseren belehrt, dass nicht jedes JRPG so ist. Aber ja, ich weiß auch nicht genau wieso. Irgendwie habe ich das einfach so im Kopf gehabt. Alex, bist du nicht ein bisschen spät dran damit? Ein kleines bisschen. Ja, Xenoblade ist wieder so ein bisschen ausgefallen, das stimmt. Es ist jetzt weder klassisch rundenbasiert, noch ist es wirklich Echtzeit. Es ist irgendwie so... ATB. Ja, es ist irgendwie Echtzeit, weil du ja auch die ganze Zeit rumlatscht und halt in Echtzeit irgendwo dann auch angreifst. Aber es ist halt auch ATB, weil du halt die Attacken erstmal aufladen musst. Ich finde, das Rumlaufen hat jetzt nichts mit dem Kampfsystem zu tun. Ja, es ist so... Das ist dann nur so ein schönes Beiwerk. Irgendwie so. Mehr oder weniger. Das bringt oder nicht, ob du jetzt rumläufst. Und ob du jetzt rumläufst oder rumstehst und es im Endeffekt nichts bringt, ist ein schönes optisches Extra. Okay. Dich hat aber keiner gefragt. Ich weiß. Aber ich hau trotzdem einfach mal wieder was rein. Nee, also Xenoblade ist echt so ein bisschen special. Das stimmt. Aber das wusste ich ja damals nicht. Ja, alle mir auch. Wir hatten letztens im Wachdienst eine Diskussion über Kampfsysteme, über klassisch und rundenbasiert und ATB. Oh, nee. Das war anstrengend. Das war anstrengend zu beobachten. Man muss aber auch sagen, Kai hat ganz schön auf die Kacke gehauen an dieser Diskussion. Der hat sich nicht sagen lassen. Was? Auf Level 25 lernt Azumarill Knuddler? Heilige Scheiße, das ist früh. Feucht. ATB steht für Action Time Battle, glaube ich. Ich weiß, der Nachschweif ist wesentlich sinnvoller auf Azumarill, aber den mache ich nie, weil ich immer Angst habe, dass der daneben geht. Deswegen packe ich den Knuddler dahin. Nassschweif. Jo. Das ist voll die doofe Attacke. Hm. Da würde ich aber gerne rauswechseln. Hm. Ach, knuddeln wir das Ding doch mal direkt. Ihr müsst wissen, man kann mit Kai echt gute Diskussionen führen. Also auch, wenn man anderer Meinung ist oder... Egal, ob man anderer Meinung ist oder wirklich das genauso sieht, man kann mit Kai eigentlich echt sehr gute Diskussionen über irgendwas führen, auch auf einem hohen Niveau auf jeden Fall, und sich da echt gut austauschen. Aber wenn er so einmal in der Diskussion drin ist und so richtig leidenschaftlich dahinter sich klemmt und dann auch so für seine Meinung einsteht, dann, ich möchte nicht sagen, redest du mit einer Wand, weil das ist es nicht, aber dann kriegst du schon einen ganzen Batzen Argumente an den Kopf geballert. Es ist dann so die eine Partei so, ja, ich sehe das ja so und so. Und dann Kai so, nein, ich sehe das komplett anders. Und dann die andere Partei wieder so, ja, ist ja in Ordnung, ich sehe das halt so und du siehst das halt so, jeder sieht es halt anders. Und dann Kai so, nein, ich habe recht. Also nicht so. Aber ja, Kai ist dann so, wenn er der Meinung ist, dass seine Definition die richtige ist, dann sagt er das auch.
dann gibt's auch keinen Spielraum für ich sehe das halt anders. Dann vertritt er auch diese Meinung, dass der andere halt Bullshit erzählt hat, weil manchmal erzählt der andere vielleicht auch einfach Bullshit. Ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Aber er klemmt sich da schon sehr hinter bei so Diskussionen. Also wenn ihr Diskussionen mit Kai führen möchtet, dann nehmt auf jeden Fall ein bisschen Zeit mit. So, da ist... You are me right. Ja. Ja, so als Anwalt später. Perfekte Voraussetzung. Auf jeden Fall. Also, Herr Kai, ich finde, Ihre Definition, dass unser Herr da schuldig ist, ist eigentlich nicht so ganz richtig. Objection. Ich zeige Ihnen jetzt, was richtig ist. Und wenn ich mit Ihnen fertig bin, werden Sie von meinen Knien wimmern und meine Schuhe lecken. Das wird Kai garantiert nicht sagen. In nett. Aber ich finde das immer so witzig, wenn das dann so ist, können wir uns darauf einigen, dass wir einfach verschiedene Ansichten haben? Nein, weil deine Ansicht falsch ist. Das ist schon witzig. Ich bin auch so ein Sturkopf, ich kann das schon verstehen. Ich glaube, wir sind jetzt auch fast da. So langsam. Ich glaube. Den habe ich vorne. Das ist okay. Ja, das Problem ist aber, Kai, ich kann mit dir keine ernsthaften Fire Emblem Three Houses Gespräche spielen, weil du nicht das ganze Spiel gespielt hast. Und trotzdem willst du mit mir darüber diskutieren und tust so, als würdest du alles aus dem Spiel wissen, was einfach nicht stimmt. Das ist super frustrierend. Okay. Das ist die einzige Diskussion mit dir, die mich aggressiv macht. Don't do this to me. Spiel erstmal das restliche Spiel. Das wäre jetzt so der... oberste Troll, das stellt sich irgendwann heraus, okay, ich habe jetzt das restliche Spiel gespielt, aber irgendwie war da nicht wirklich irgendwas bei, was jetzt wichtig für diese Argumentation zwischen uns gewesen wäre. Ich weiß. Ich wollte trotzdem, dass du erst das restliche Spiel spielst, bevor wir drüber reden. Das fände ich gut. Denn es gibt aber einfach so Ansichten, die fallen mir sehr schwer zu akzeptieren, okay? Was hast du in Discord losgetreten? Was ist passiert? Muss ich mir das angucken oder sollte ich es ignorieren? Ich habe Angst. Wenn der Moment gekommen ist, Ali zu bannen, sag mir Bescheid. Jetzt. Jetzt. So. Dann du. Ist im Moment nicht schon sehr oft gekommen. Ich glaube immer, Ali ist so ein Meme. Irgendwo. Aber Ali ist so tatsächlich, wenn er möchte, es fällt mir so schwer, das zu sagen, einer der vernünftigsten Leute im Mod-Team, glaube ich. Ja. Ich weiß, das ist schwer zu verstehen und es ist auch nur an einem guten Tag, wenn er das auch wirklich möchte, aber Ali kann sehr, sehr, sehr vernünftig sein und dementsprechend ist er auch Mod. Aber er findet das viel lustiger, nach außen hin wie ein Meme zu wirken. Ah, jetzt sehe ich das, was du meinst. Was hast du losgetreten? Was passiert? Bei Ideen und Feedback. Ach, da.
Was passiert da? Okay. Ich... Vor allem, warum lese ich die ganze Zeit meine Mods auch noch in diesem Channel mit drin? Okay. Also irgendwas wird da gerade losgetreten. Ich glaube, ich muss mal gucken, dass alle Mods, die sich daran beteiligt haben, sich mal wieder über den Stuhl lehnen müssen und dann wird's wieder arschvoll. Das hilft eigentlich immer ganz gut. So, die Meteorfälle. Da wollte ich doch gerne hin. Bin zwar schon ein bisschen angeschlagen, aber das passt schon. Janni, danke schön, dass du 2 Subs an die Community verschenkt hast. Das ist sehr lieb von dir. Und euch beiden viel Spaß mit unseren Emotes. So. Da wollte ich hin. Hey ihr da, lasst Professor Cosmo gefälligst frei. Aus welchem Loch seid ihr denn gekrochen? Ganz schön dreist, euch hier einfach so einzumischen. Svenja, da bist du ja endlich. Der Professor ist in Gefahr. Wir müssen ihn vor diesen Kerlen beschützen. Ich dachte schon, ich müsste allein mit den beiden fertig werden. Aber jetzt bist ja du hier. Dann kann ich ja gehen. Lass mich nicht im Stich. Wir kämpfen zusammen. Okay. Danke. Dann mal los. Die Musik finde ich übrigens echt cool. Sich mit Cordula, dem Vorstand von Team Aqua, anzulegen, ist schon selten dämlich. Aber macht nur. Dann werde ich euch 9-mal klugen Belgern eben eure losen Mäuler stopfen. War das zu hart für euer sanftes Gemüt? Hab ich in die Hose gemacht, ihr Kleinen? Ist mir doch egal. Es geht los. Gleich könnt ihr was erleben. Also ihr Design hat sich ja schon ziemlich verändert im Vergleich zum Original. Da hat sie nämlich, glaube ich, so rot-orangefarbene Haare eigentlich gehabt. Aber die blauen Strähnen sind stylisch. Schneckmack. Ja, also in dem Fall ist es ja okay, aber wieso zur Hölle schickt er einen Schneckmack gegen Team Aqua in den Kampf? Dachte er wirklich, das wäre eine gute Idee? Also, das hat ja hervorragend funktioniert. Ja, dann kann ich ja gleich wieder gehen. Einmal verwirrt und direkt einmal gecrittet. Flunkiefer ist angeschlagen, aber eigentlich können die mir auch nicht viel. Wenn ich mal ehrlich bin. Hallo Cloud! Na? Was soll den Bedroher raus? Schneckmark, du machst das schon, ne? Hast ja alles im Griff. Vielleicht schicke ich auch meinen Flunkiefer einfach nicht in den Kampf. Nein, da waren wir gerade schon. Das will ich nicht. Mensch. Warum passiert mir das eigentlich immer, wenn ich einen austausche, dass dann ein Brüller kommt? Vielleicht wollen die auch einfach den Bedroher immer und immer wieder abbekommen. Jeder hat so seinen Fetisch. Ja, wenn die KI Brille hat, ist es immer so eine Sache. Das stimmt. Ach, Schneckmark. Mal gucken, ob ich da jetzt zukomme. Erstmal zu Tode geknuddelt. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum die Attacke im Deutschen Knuddler heißt. Weil wenn ich Leute knuddel, passiert das normalerweise nicht, dass sie plötzlich ohnmächtig werden. Zum Glück. Ah, ich glaube, Staffette brauchen wir nicht zwingend. Doch Gott. Das wird ja immer besser hier.
Und ich hatte schon Angst, nachdem ich jetzt nicht mehr paralysiert werde, andauernd, dass es langweilig wird. Ich hoffe, du hast noch ein zweites Pokémon. Das Ding ist, glaube ich, gerade dreimal gestorben. Kai, oh Gott. Also wenn mich Leute fragen, hey, kann ich dich umarmen? Autsch. Dann ist das die eine Sache. Wenn Leute einfach auf mich zurennen würden und das machen, hätte ich auch Angst. Aber ich glaube, das machen sie nur bei dir. Dass sie einfach auf dich zurennen und dich umarmen. Ich glaube, mir ist das noch nicht passiert. Brix. Ja, okay. Schön, aber... Hat er eigentlich irgendwas Sinnvolles in den Kampf gemacht? Er hat eine schon gespammt. Nur ganz wichtig, wenn ihr ein Autogramm von Kai haben wollt, stellt euch darauf ein, dass er erstmal unglaublich verwirrt ist im ersten Moment. Und wenn er euch ein Herzchen draufmalt, dass das ziemlich krüppelig aussieht. Unterschrift kein Ding, aber Kais Herzchen sind immer so eine andere Sache. Das ging nach hinten los. Den haben wir es gezeigt. Wenn wir die gigantischen Energievorräte des Meteoriten und des Schlotbergs ineinander bündeln, rückt die ideale Welt, nach der wir streben, in greifbare Nähe. Wir werden uns diesen Traum nicht von ein paar dahergelaufenen Rotzlöffeln vermassen lassen. Haltet euch gefälligst aus Dingen raus, die ihr nicht versteht. Was für eine traurige Vorstellung. Team Aqua, besiegt von Kindern. Wer in aller Welt ist das? Ach, guck mal. Ich hatte mich schon gefragt, wann die vielleicht auch mal auf der Bildfläche erscheinen. Jetzt kreuzt auch noch die Magma auf. Die haben mir gerade noch gefehlt. Da sehen wir wohl alt aus. Ah, was soll's. Bruder, besorg mir den Meteoriten, und zwar Dali. Geht klar. Auweia. Los, Freundchen, lass die Meteoriten rüberwachsen, sonst setzt was. X! Professor! Die Sache ist, Team Aqua würde einfach so leicht gegen Team Magma gewinnen. Ich meine, für das Kamerupt von Mark bräuchten die ja noch nicht mal irgendwas Großartiges. Eine Wasserdüse von Kanivania würde doch auch schon reichen. Also dann, adios ihr Knirpse und die Pfeifen von Team Magma. Los jetzt, schnell zum Schlotberg. Sir, wir dürfen Team Aqua nicht entkommen lassen. Wir müssen sofort die Verfolgung aufnehmen, sonst... Ich bitte darum. Ich finde die Kamerafahrt voll cool, quasi so ein bisschen aus seiner Sicht. Mein Name ist Mark. Ich leite eine Organisation namens Team Magma. Unser Ziel ist es, die Menschheit ins Glück zu führen. Wisst ihr, Pokémon Rubin? Unser Ziel ist es, die Landmassen zu vergrößern, um mehr Lebensraum für die Pokémon zu schaffen. Hier, unser Ziel ist es, die Menschheit ins Glück zu führen. Fast das Gleiche. Ihr kämpft offensichtlich gegen Team Aqua. Daran werde ich euch natürlich nicht hindern. Solange ihr uns nicht in die Quere kommt, könnt ihr euch nach Herzenslust mit Team Aqua bekriegen. Ignoriert ihr diesen Rat jedoch, werde ich keine Gnade mit euch zeigen. Mist, ich komme nicht mehr mit. Wovon hat er jetzt gerade geredet? Na, was noch viel wichtiger ist. Professor, alles in Ordnung? Er steht auch total neben sich. Svenja, lass uns den Professor in sein Labor in Lobwechselfeld bringen. Kommen Sie, Professor. Gut, die Trainer hinter den Meteorfällen könnte ich potenziell auch machen, wenn ich zurück nach Blütenburg laufe. Muss ich jetzt nicht zwingend sofort machen. Ja, ich finde Marks Design auch nicht so schick. Ich finde halt die Position von seinem Megastein ganz stylisch, aber sonst... Oh, Professor, ich bin ja so froh. Ja, mir geht es gut. Dank der Hilfe dieser beiden.
Was können diese Kerle von vorhin bloß mit den Meteoriten des Professors vorhaben? Man hat ihnen sofort angesehen, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Wir sollten uns alle vor ihnen in Acht nehmen. Aber um dich und dein Pokémon-Team brauche ich mir wohl keine Sorgen zu machen. Aber mit Eisenschädel und Knuddler vermutlich nicht, nein. Jedenfalls bin ich dir und deinem Freund sehr dankbar dafür, dass ihr mich gerettet habt. Okay. Das wäre also erledigt. Dann... Ich werde mir meinen nächsten Arena-Orden erkämpfen. Den von Malvifro City. Wie bist du dann, ohne Zertrümmerer, hierher gekommen? Gecheatet. Wollen wir nicht zusammen nach Malvifro City gehen? Wieso fragt er mich das? Weil ich von dort aus schneller zum Schlotberg komme? Anscheinend. Ja doch, wahrscheinlich. Ja. Ja doch, glaube ich, wird er von da tatsächlich schneller zum Schlotberg kommen. Trotzdem irgendwie ein bisschen random. Wahrscheinlich haben sie das mit dem Orden auch nur eingebaut, um eine Begründung zu haben, warum wir uns nach Malvifro porten. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, wir haben den Felsen aus dem Weg geräumt, aber die Felsen zum einen respawnen ja auch dauernd und zum anderen war Brix vor mir. Er hat ja, weiß ich, 2 Meter hinter den Felsen auf mich gewartet. Also ich habe den nicht aus dem Weg geräumt. Aber gut, hinterfragen wir es lieber nicht. Vielleicht war er auch einfach smart und ist drüber geklettert. Aber das machen sie ja in Pokémon-Spielen nicht. Ich denke mir sehr oft so, also die Stärkefelsen gebe ich zu, die sind riesig. Aber, ne? Da könnte man auch einfach mal eben drüber klettern. Ich will ja nichts sagen, aber... Ich fahre ja auch gerade durch die Gegend, als wäre ich besoffen. Naja. So, wie sieht denn mein Team jetzt aus? Du brauchst noch ein bisschen Liebe und Kamui auch. Ich denke, für Flavia sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, weil wir jetzt nach oben so ein bisschen kämpfen gegen Team Aqua und dann gegebenenfalls noch auf dem Steilpass. Und die Vortrainer sollte das eigentlich auch ohne EP-Teiler ganz gut passen. Ich habe mir übrigens sehr gewünscht, dass man die Seilbahnfahrt hier tatsächlich zu Gesicht bekommt in diesem Spiel. Leider nicht so wirklich. Weil ich fand das immer super stylisch im Original. Und ich dachte mir, dass das hier dann auch richtig gut aussehen wird. So von wegen aus verschiedenen Kameraperspektiven eventuell. Zumindest so ein bisschen was davon sehe ich. Aber es hat irgendwie nicht das gleiche Feeling. Aber generell mag ich die Idee mit der Seilbahn doch sehr gerne. So, sind wir auf jeden Fall schon mal oben angekommen. Das heißt, wir haben jetzt noch den Gipfel vom Schlotberg. Den müssen wir einmal von Team Aqua befreien und irgendwo auch von Team Magma. Die gehen ja zwangsläufig. Dann würde ich auch noch mal rein und raus, umgekehrt raus und rein, um die Trainer da noch mal mitzunehmen. Und den Steilpass. Das sind quasi noch alle Trainer, die wir haben. Und dann ist ja schon die Arena. Wenn ich mal so drüber nachdenke, Bad Lavastadt selbst ist ja gar nicht so groß. Ja, müsste vom Level her aber eigentlich hinkommen. Ich weiß noch nicht mal, ob Flavia tatsächlich Level 29 hier hat oder ob die ein bisschen niedriger ist, weil Rubin und Saphir Standard. Und wir haben Azumarill und generell keine Stahl-Pokémon als Gegner. Also das sollte eigentlich ganz gut passen. Aber ich denke, ich würde dann hier schon mal langsam Pause machen, weil ich mich nämlich auch ein bisschen kaputt fühle und auch noch ein paar Sachen zu tun habe. Zum einen muss ich noch alle Parts für die Woche hochladen und fertig machen, dann muss ich die Streampläne noch machen und dann muss ich auch noch ein bisschen was Organisatorisches klären bezüglich Discord. Dementsprechend glaube ich, ist hier ein ganz guter Punkt zum Pause machen. Wie gesagt, ich bin einfach auch so ein bisschen kaputt, warum auch immer.
Und ich denke, das passt dann auf jeden Fall ganz gut. Waren jetzt ja auch ungefähr 3 Stunden, deswegen, ich denke, es ist zu verschmerzen, hoffe ich mal. Und wir haben zumindest auch einiges wieder geschafft. Also ich meine, wir haben Wiesenflur erkundet und haben dann zumindest das ganze Stück bis Lob Wechselfeld, bis zu den Meteorfällen, Punkt, geschafft. Und wie gesagt, können wir beim nächsten Mal auf jeden Fall vielleicht sogar 2 Arenen machen, wenn ich so drüber nachdenke. Weil ich sag mal, nach Flavia kommt ja auch recht schnell Norman. Das heißt, da können wir auf jeden Fall echt gut ballern im nächsten Stream. Davon gehe ich mal ganz stark aus.